Monir, in wenigen Wochen erscheint dein erstes Album, um genau zu sein am 17.12. Und jetzt auch Ja. morgen am Freitag deine neue Single Kein Sinn. Abgesehen von dem ganzen Neuen, was es jetzt gerade so gibt, wie geht's dir denn? Mir geht's gut, mir geht's super. Leicht gestresst, viel los, aber voller Vorfreude und Euphorie, dass es jetzt bald soweit ist. Und ja, erste Album, was Freut mich. Besonderes. Freut mich. Ja, wie du es gerade angesprochen hast, Stichwort erstes Album. Was bedeutet das denn jetzt für dich, dein erstes Album rauszubringen? In dem Sinne ist das Album was sehr Besonderes, weil es, ich glaube, mit diesem ganzen, wir waren uns ja letztes Mal schon getroffen. Wann war das ungefähr? Im Das Februar? war vor einem Jahr, als du deine Single Weißwein veröffentlicht hast. Februar war das, Februar, genau. genau. Und da haben wir darüber gesprochen, dass wir im Prinzip gerade eine Demo vorbereiten, die wir an verschiedene Labels versenden. Und wie wir sind, gesagt, getan, haben wir gemacht. Und dadurch sind wir dann wiederum auch durch Arte Musikmarketing sind wir, also schöne Grüße an der Stelle, mit Distri in Kontakt gekommen und haben dann letztendlich unseren ersten Vertriebsdeal unterschrieben. Und deswegen ist gerade dieser Step nach dem ersten Vertriebsdeal jetzt direkt ein Album zu bringen. Irgendwie fühlt sich noch intensiver an. Und ja. Glückwunsch auch an der Stelle, dass du Danke. deinen Vertriebsdeal unterschrieben hast. Was bedeutet es denn auch für dich jetzt, so einen Deal zu unterschreiben? Was ist da denn der gravierende Unterschied zu davor auch? Also ich würde mal sagen, dadurch, dass es ein reiner Vertriebsdeal ist, ist der Unterschied nicht so gravierend. Den Vorteil, den wir dadurch haben, wir haben halt jetzt viel mehr Strukturen, wir haben mehr Möglichkeiten. Der Vertrieb kann die Songs pitchen, die kümmern sich um gewisse Dinge. Und ja, jetzt können wir CDs drucken, was wir auch machen werden. Die kann man auch ab heute, beziehungsweise nee, ab morgen. Ab morgen, wenn der Song erscheint, kann man die auch vorbestellen. Online vorbestellen, muss man dazu sagen. Und die werden dann alle wohlbehalten am 17.12. ausgeliefert. Und das sind alles so Dinge, die man natürlich alleine schon zustande bringt, aber dann doch nicht macht, weil es einfach auch sehr viel Arbeit ist, die dahinter steckt. Kann man jetzt sagen, dass zu dem letzten Song Weißwein bis jetzt hat keinen Sinn, so viel passiert ist, beziehungsweise es wirklich mit viel Stress verbunden war, diese Zeit? Was hast du da noch so alles erlebt? Enorm. Am Anfang war ja der Plan, dass wir nur eine EP praktisch veröffentlichen. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir, also der Daniel Teutsch, Shoutouts an meinen Producer, waren wir so intensiv im Studio. Wirklich jedes Wochenende haben wir uns fest Freitag immer eingeplant, sind im Studio gewesen und haben Songs gemacht. Und irgendwie die ganze Arbeit hat so gefruchtet, dass wir auf einmal zu viele Songs hatten für eine EP. Und dann habe ich auch mit Distri gesprochen und haben uns dazu entschieden: Okay, hey, weißt du was, das passt ganz gut, wir machen das erste Album. Und dann kam auch Titel und alles war schon da. Und habe ich gesagt: Hey, jetzt ist es soweit, fühlt sich richtig an. Und jetzt steht das Ding. Lieg auf deinem Bett, durch das Fenster trifft mich kalter Wind. Andere sagen, wir sind füreinander bestimmt. Wenn andere fragen, ob du kalt bist, sag ich, das stimmt. Alles gegeben für uns heute, weiß ich ja, Liebe macht blind. Ich bin frustriert, doch jeder Weg führt zu dir. Ich bin frustriert, doch jeder Weg führt zu dir. Jetzt hast du es ja gerade angesprochen, Titel Renaissance, Wiedergeburt. In welchem Sinne hast du dich denn wieder gefunden, wieder belebt, sage ich jetzt mal? Warum Renaissance? Warum Renaissance? Also ich muss sagen, Albumtitel generell sind schwer zu finden Glaube ich und dir. Du musst immer irgendwas finden, was auch für den Sound steht. Und diese Platte ist für mich in dem Sinne besonders, weil sie halt alles verarbeitet, egal ob Gutes oder Schlechtes, was hinter mir liegt. Sind jetzt auch so Mixlieder in dem ersten Album oder wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Eher so tiefgründige oder erzählst du da auch einfach wirklich was? Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Gerne. Das Intro beginnt sehr besonders. Das ist eine Sprachnotiz von meinem Opa, der verstorben ist. Und also vor 2 Jahren am 17.12. Das erinnert mich an das Lied Papa von Bushido. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wo er am Ja, Ende ist die krass. Ja. Sprachnotizen von seinen Kindern. Eine Ja. super schöne Idee, weil Ja. ich finde, genau damit catcht auch die Leute. Ja. Hallo Thomas, hier ist der Opa Frankenhofen. Ich wollte euch nur einen guten Flug wünschen, einen schönen Urlaub am Meer, Sonne und einen guten Appetit der italienischen Küche. Also alles Gute, Thomas, und wie gesagt, ein gesundes Wiederkommen. Wiederkommen.
Genau, am 17.12. erscheint auch das Album. Und es war so, keine Ahnung, es spielt halt so perfekt alles mit ein. Und deswegen steht das Album auch sehr für ihn oder widme ich auch ihm. Mhm. Ja, ansonsten, motivierende Lieder sind auf jeden Fall drauf. Aber auch Lieder, die sehr zum Nachdenken anreizen, wo ich einfach meinen Gedanken freien Lauf lasse. Was mich stört, wo will ich hin, von wo komme ich. Und ich denke, da ist auch für jeden was dabei. Aber dennoch, von vorne bis hinten ist das Album komplett stimmig, dass man das einfach dann um 0 Uhr, wenn es rauskommt, anmachen kann und komplett durchlaufen lassen kann. Auf der Suche nach dir selbst meld dich wieder bei mir, wenn du frei bist. Solange mach ich mein Ding. Nein, es hat keinen Sinn. Kämpfe für mehr als im Moment. Du bist nur zufrieden, wenn du heil bist. Spar deine Tränen, wein. Ich meine, Corona ist ja jetzt doch auch schon ein großes Thema und ist auch immer noch und wird auch immer noch ein großes Thema bleiben. Hat das jetzt auch irgendwie Auswirkungen auf dein Album oder vielleicht auch auf dein Mindset gehabt, dass du sagst, okay, ich denke jetzt über dieses Thema noch mehr nach, weil ich Zeit habe und so entstand dann auch ein Song? Oder wie kann ich mir die ganze Produktion, sage ich jetzt mal, vorstellen? Sehr gute Frage. Also die Zeit an sich, Corona, glaube ich, hat jedem Musiker in vielen Dingen nicht gut getan, aber gerade um Themen innerlich aufzuarbeiten, um wirklich Inspirationen zu haben, um Musik zu machen, weil die Welt doch sehr schnelllebig ist, war es, glaube ich, eine sehr gute Zeit für Musiker, beziehungsweise wenn sie die Zeit für sich genutzt haben. Wir haben es Gott sei Dank für uns genutzt. Und was noch schade war, wir haben eigentlich ein Live-Konzert geplant, auf dem ich auch auf dem Album und Songs wie Weißwein und Einmal, die schon online sind. Ja, das habe ich mitbekommen. Genau, die ich dann da nochmal live spiele. Und leider durch die neuen Regelungen und Gegebenheiten haben wir uns dazu entschieden, das Ganze zu verschieben. Das war sehr schade, aber ansonsten hat es mich persönlich jetzt nicht so arg getroffen, vielleicht wie den einen oder anderen Künstler. Am Freitag bzw. morgen erscheint ja jetzt auch endlich deine neue Single Kein Sinn. Was kann ich mir unter Kein Sinn vorstellen? Mhm. Kein Sinn ist eine Liebesstory, verpackt in einem unglaublich coolen Video. Shoutouts an Mario. Der Song, ich habe explizit den Song gewählt als allerersten Song, weil er so künstlerisch ist und so ein Bild vor Augen malt und das Soundbild einfach unglaublich ist, produziert auch von Daniel Teutsch, dass wir einfach mit der Musik überzeugen wollten und nicht den nächsten Hit landen wollten. Genau. Was erhoffst du dir vielleicht jetzt auch mit dem Song? Mit dem Song wünsche ich mir, dass die Leute verstehen oder auch sehen und fühlen und spüren, wie viel Arbeit, Liebe und Leidenschaft wir in das Ganze gesteckt haben. Nicht nur ins Album, sondern auch in die Videos und das Ganze drumherum. Und würde mich dann natürlich freuen, wenn die Personen sagen, hey, das ist Musik, wir unterstützen den Jungen, wir unterstützen die Jungs. Und dann online sich die CD vorbestellen oder auf iTunes praktisch digital das Ganze holen. Solange mach ich mein Ding. Nein, es hat keinen Sinn. Kämpfe für mehr als im Moment. Du bist nur zufrieden, wenn du heil bist. Spar deine Tränen, wein nicht. Stichwort Arbeit, Liebe, Leidenschaft. Wie viel Arbeit steckt denn jetzt vielleicht auch hinter diesem Album? Boah, ich glaube, die letzten Wochen habe ich. Das Problem ist bei. Was heißt Problem? Die Sache ist halt die, du machst viel Musik und du hast alles fertig, aber dann beginnt dir erst diese ganze Arbeit. Und da ist so viel Papierkram zu beachten: rechtliches, GEMA, Verträge, wie werden die Songs aufgeteilt. Dann muss man natürlich auch Rechnungen bezahlen. Das sind natürlich alles Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Gerade ich habe kein Management, bin mein eigener Manager sozusagen. Hat mich sehr viel Schlaf gekostet. Und jetzt, glaube ich, mit heute sollte eigentlich alles fix stehen und alles fertig sein. Ja. Wie stolz bist du denn vielleicht jetzt auch auf dich beziehungsweise das, was du bis jetzt erreicht hast? Ich meine, Musik zu produzieren, du sagst selber, steckt super viel Arbeit dahinter und du bist auch dein eigener Manager, auch jetzt durch den Vertriebsdeal. Natürlich, es macht mich schon stolz. Aber ich glaube, in dem ganzen Prozess verarbeitet man auch das Ganze. Und wenn dann die CD mal draußen ist, ist man, je nachdem, unabhängig davon, wie sie ankommt, ob jemand das jetzt feiert, ob die Leute das kaufen oder nicht,
oder sich damit identifizieren können, bin ich trotzdem stolz auf mich und ich feiere die Platte übertrieben. Bin aber ehrlich gesagt schon im nächsten Jahr und an den ganzen neuen Projekten im Kopf. Und ja, aber am Ende des Tages bin ich auf jeden Fall stolz. Du hast ja gerade selbst gesagt, dass du deine Platte selbst übertrieben feierst. Hast du denn schon Feedback von anderen Leuten bekommen? Wir sind gerade so 100.000 Namen durch den Kopf geschossen und ich war so, okay. Feedback in dem Sinne, ja, sehr viel. Wobei ich sagen muss, ich habe den Sound auch nur an wirklich enge, vertraute Personen geschickt. Wie zum Beispiel auch, also mir war wichtig, dass ich den Sound auch unabhängigen Leuten zeige, die jetzt nicht an dem Prozess beteiligt waren, wie zum Beispiel der Ziggy Brown. Und er hat mir sehr positives Feedback gegeben, wobei er eigentlich der kritischste Mensch auf dem Gebiet ist, den ich kenne. Deshalb war es mir auch ganz wichtig, dass er nochmal seinen Segen drüber setzt. Und ja, ich glaube, das Ding kann jetzt veröffentlicht werden. Wir haben ja jetzt schon, ich sag jetzt mal Ende November und am 17.12., also Mitte Dezember, erscheint dein erstes Album. Dann ist auch das Jahr schon rum. Hast du denn jetzt schon Vorsätze bezüglich der Musik fürs nächste Jahr? Ja, also es gibt natürlich einige Themen, die wir im Hintergrund besprechen, auch in Kooperation mit Distri. Ich bin wieder im Studio. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch schon, keine Ahnung, 5, 6 Songs wieder fertig gemacht. Daniel liegt leider flach im Bett mit Corona. Aber sobald er wieder fit ist, gehen wir wieder ins Studio und geben Vollgas. Und gute Besserung an ihn an dieser Stelle. Gute Besserung. Und dann will ich auf jeden Fall eine EP machen und ein Album nächstes Jahr. Das ist so mein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Munir, dann danke dir für dieses Interview und dass du dir auch die Zeit wieder für uns genommen hast. Sie, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie möchten, können Sie natürlich das Album vor dem 17.12. vorbestellen und die Single ab morgen streamen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.